Jesus erklärt, wen ich entrücke und wen nicht. Überdenkt eure Wege. 4. März 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und er ist gekommen, um die Verwirrung bezüglich dem, wer entrückt wird, zu klären. Jesus begann: Lass uns über die Kategorie jener sprechen, die errettet werden, jedoch wie durch das Feuer gehend. In diesem nächsten Satz bezieht er sich auf etwas, das ich zu Carol gesagt habe. Nämlich, dass jeder ein anderes Fassungsvermögen und eine andere Sehnsucht nach Jesus hat. Es ist wahr, dass Teetassen, Fingerhüte und Fässer allesamt entrückt werden. Ich schaue auf das Herz und jedes hat andere Fähigkeiten, jedes wurde anders geformt, jedes ist anders ausgestattet. Deshalb wird bei der Entrückung eine solch große Vielfalt dabei sein. Was die Bräute betrifft, so gibt es verschiedene Stufen der Hingabe, verschiedene Stufen der Selbstentäußerung und Lehre, der Sehnsucht und mit meiner Gnade zu kooperieren. Aber das Geheimnis ist, dass ich sie alle gleich liebe, in Vollkommenheit. Obwohl der Fingerhut nicht gleich viel fassen kann wie das Fass, so ist er doch voll, angefüllt mit meiner Liebe. Es gibt keinen Platz für Diskriminierung oder Urteil. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass der Fingerhut tatsächlich mehr fasst als das Fass? Nun, Herr, wenn du mir das sagen würdest, wäre ich verwirrt. Aber ich glaube, der Fingerhut ist wunderschön. Ich bin nur traurig, dass er so klein ist. Denkst du, dass jener Fingerhut weniger an mich denkt und mich weniger liebt? Nun, das weiß ich nicht. Ich denke, da das Fassungsvermögen kleiner ist, ja, vermutlich weniger. Was ist mit dem Schärflein der Witwe? Sie gab alles, was sie hatte. Das ist genau richtig. Es gibt jene, die wenig haben und alles gegeben haben. Es gibt solche, die viel haben und es aufgeteilt haben und etwas für sich behalten. Ich habe einen Moment lang über mich selbst nachgedacht und gesagt, ich sage das nur ungern, aber ich glaube, ich muss in jene Kategorie fallen, denn es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht aufgeben konnte. Nun, lass mich der Richter darüber sein. In der Tat, lass mich der Richter von allem sein. Aber dennoch ist die Witwe, die das Schärflein gab, viel reicher als die Witwe, die reich war und nur einen Teil gab. Es ist ein Geheimnis, aber versteht, es ist nicht die Größe des Gefäßes, sondern die komplette Hingabe, mit der das Gefäß gibt, welche ich betrachte. In gewissem Sinne sind jene, die reich sind an Gnaden und sie dennoch von mir zurückhalten, in der Tat sehr arm im Himmel, weil sie etwas zurückhielten. Aber wie der kleine Junge, der mir seine Krücke als Weihnachtsgeschenk gab, dies war alles, was er hatte. Hier bezieht sich der Herr auf eine Geschichte. Amal und die nächtlichen Besucher. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Die drei Könige machten auf ihrem Weg zum Christkind bei ihm Halt. Und Amal, der verkrüppelt war, sehnte sich danach, auch etwas Wertvolles zu geben.
Alles, was er hatte, war die Krücke, die ihm beim Gehen half. Und während die drei Könige prächtige Geschenke bei sich hatten, entschied sich Amal, das Wertvollste zu geben, was er hatte, und er wurde geheilt. Er war der Reichste von ihnen allen. Oh, wie ich es liebe, die Demütigen im Sturm zu erobern und ihnen alles zu geben, was sie sich jemals erhofft oder erträumt haben. Ich habe so viel Freude an solchen wie diesen. Ich wollte dies klarstellen. Es geht nicht um die Größe oder die Bedeutung eines Gefäßes, sondern um die Vollständigkeit, mit der sie mir gegeben haben. Wenn sie ihr alles geben, gebe ich mein Alles. Und ob sie mein Alles fassen können oder nicht, spielt keine Rolle. Alles, was zählt, ist, dass sie vollständig mir gehören. Ist das nicht wunderbar? Oh, das ist es, Herr. Es ist grandios. Wie Mutter Teresa sagte, Gott mag kleine Dinge am liebsten. Das ist eine Garantie und Gott schaut auf die Kleinheit des Herzens, nicht auf die Kleinheit des Dienstes. Wenn du für die Speisung so vieler Menschen verantwortlich bist, muss ich dir immer mehr und mehr übermitteln, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Aber das bedeutet nicht, dass du groß geworden bist. Vielmehr bedeutet es, dass ich durch dich groß geworden bin. Und je kleiner das Gefäß ist, umso mehr Anerkennung bekomme ich. Das ist so, wie es sein sollte. Nun, Herr, mein Herz jubelt darin, wie ich Größe hasse. Ja, in der Tat, es ist besser, dass dies verschwunden ist. Aber jene, die ein kleines Herz haben und ganz klein bleiben, sollten sich darüber freuen, weil andere sehen können, was ich mit einem kleinen Niemand getan habe, und sie haben Hoffnung, dass ich sie auch nutzen kann. Herr, was ist mit jenen, die in letzter Minute errettet werden? Viele Menschen stellen mir diese Frage. Sagte ich nicht, dass sie die gleiche Belohnung bekommen würden wie jene, die zu Beginn des Tages angeheuert wurden? Aber ich dachte, das gilt für jene, die für dich gearbeitet haben und jene, die auf ihre Chance warten, von dir angeheuert zu werden, so wie wir. Claire, in meiner unergründlichen Barmherzigkeit kann ich den jüngsten, aufrichtig Konvertierten das Geschenk, von diesem Planeten entfernt zu werden, nicht verweigern. Wenn sie ihr ganzes Ich mir übergeben haben, mit vollständiger Reue, dann werden sie auch genommen werden. Aber es muss aufrichtig und vollständig sein. Jene, die immer noch auf dem Zaun sitzen, werde ich nicht nehmen. Jetzt werde ich dir sagen, wer besorgt sein sollte. Jene, die mich kannten und wussten, wozu ich sie gerufen habe und trotzdem ihrem eigenen Fleisch und ihrem eigenen Willen folgten. Jene, die keine Zeit und kein Geld hatten für die Armen, sondern lieber ihr Geld sparten, um es für ihre eigenen Annehmlichkeiten und ihre Wünsche auszugeben. Als ich dich vor 7 Jahren warnte, war es mir ziemlich ernst. Du standest am Abgrund und es war nötig, dich meinem Willen komplett zu überlassen. Als du den Ernst deines Zustandes erkannt hast, tatest du Buße und batest mich, dir zu helfen, jene dummen Dinge hinter dir zu lassen. Aber einige meiner Kinder sind schon seit Jahren Christen und spielen immer noch mit ihrem Lebenswandel herum. Sie ahnen, dass sie am Rand stehen, aber sie denken, dass meine Barmherzigkeit
ihre Nachlässigkeit zudecken wird. Nein, meine Kinder, meine Barmherzigkeit ist nicht für jene, die mich hingehalten haben. Sie ist für die Verlorenen, die mich nie gekannt haben, und für die Schwachen, die bei jedem zweiten Schritt straucheln. Jene Schafe, die groß und stark sind, aber immer noch keine Zeit für mich haben, werden zurückbleiben, bis sie vervollkommnet sind in Nächstenliebe, Ehrlichkeit und in ihrer Hingabe an mich. Für sie gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Viele von ihnen haben sehr große Gnaden erhalten, aber sie haben sie sogar im Glaubensleben egoistisch genutzt, um Reichtum, Popularität und Einfluss zu erlangen. Oder sie haben stattdessen die Gnade für die Welt genutzt, um wie Könige zu leben. Was ist mit den wirklich wohlhabenden Lehrern? Jene, die ihr Herz in meine Hände gelegt haben und ihr Bestes getan haben, um mir zu gehorchen, sie werden genommen werden. Nochmals, es ist nicht der Wohlstand, der Reichtum oder die Macht, die disqualifizieren, vielmehr ist es ein lauwarmes Herz. Ein Herz, das nicht bedacht hat, was ich für sie durchlitten habe und wie ich sie gerufen habe, sich für mich zu opfern. Das sind jene, die wie der reiche Jüngling waren und sagten, aber ich habe doch viele Besitztümer und ich sage zu ihnen, ihr seid in der Tat arm, weil ihr mich nicht besitzt. Das sind jene, um die ihr euch Sorgen machen solltet. Ich habe ihnen viele Male zugerufen. Sie hatten reichlich Gelegenheit, sich selbst zu leugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und mir zu folgen. Aber sie waren von ihrer Beliebtheit bei den Menschen so angetan und aus diesem Grund werden sie zurückgelassen werden. Jene, die im letzten Augenblick errettet werden, sofern sie gebrochen sind aufgrund ihrer Sturheit, mich zu leugnen und hinzuhalten und meine königliche Herrschaft in ihrem Leben zu akzeptieren, sofern sie durch und durch reumütig sind in ihrem Innersten, werde ich sie nehmen. Eines deiner Kinder könnte in jener Gruppe sein. Ich habe es dir zuvor gesagt. An jenem Punkt bekam ich Zweifel. War dies wirklich Jesus? Oder ist es ein lügender Geist? Claire, ich führe dich nicht in die Irre. Ich weiß, dass du beschäftigt warst in der letzten Woche, aber vertraue mir, ich spreche mit dir, meine Liebe. Es ist mir ein Herzensanliegen. Ich beabsichtige, das Öl über dieses Kind zu gießen, wenn die Zeit kommt, denn sie hat dazu beigetragen, dass sich andere von mir und dir abwenden. O Herr, bitte mach das. Bitte, Herr, sie ist eine wunderbare Seele. Ich bete, dass sie an der Entrückung dabei sein kann. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass du an sie glaubst. Rufe weiter nach mir. Stehe zu mir, Claire. Steh. Vergiss nicht, dass ich barmherzig bin. Manchmal machen unsere Kinder dumme Fehler, weil sie noch Kinder sind und nicht wie Erwachsene denken oder sehen. Sie sehen die Welt wie ein Glas voller Süßigkeiten, jede anders und verlockend. Sie sehen ihre blinden Punkte nicht und natürlich hält der Feind sie für die Wahrheit blind. Es gab Momente der Wahrheit in ihrem Leben, in denen sie über diese Dinge nachdachte. Es gibt eine Chance für sie. Bete weiter. Aber zum Rest meiner reifen Christen sage ich, überdenkt eure Wege. Habt ihr wirklich für mich gelebt und auf meinen Ruf reagiert? Oder habt ihr eure Bequemlichkeiten vorgezogen? Schätzt ihr mich genug, um für mich zu sterben?
Oder werdet ihr weiterhin vor mir weglaufen und eure Bequemlichkeiten schützen? Für euch wird eine Zeit kommen, wo ihr gezwungen sein werdet, vom Zaun herunterzusteigen. Seid euch bewusst, dass diese Zeit bevorsteht und eure Ewigkeit auf dem Spiel steht. Denkt ihr, dass Christsein dem Namen nach euch vor der Hölle bewahren wird? Bitte denkt noch einmal nach. Gott lässt sich nicht verspotten. Ich werde mich nicht zum Gespött machen lassen. Entweder seid ihr heiß oder kalt. Die Lauwarmen werden durch das Feuer gehen und nur dann errettet werden, wenn sie sich in erster Linie an mir festhalten und nicht an ihren Kindern, Familien, Jobs oder an ihrem Leben. Jenen, für welche meine Bräute gebetet haben, wird die Chance gegeben, bis ins Mark getroffen zu werden und von ganzem Herzen zu bereuen. Dann werde ich sie entrücken. Jene, die diese Gnade vergeuden, wehe euch! Ihr werdet zurückgelassen werden, um dem Feuer gegenüberzutreten. Nicht alle werden die gleichen Belohnungen empfangen im Himmel. Nicht alle werden in Willen zurücklehnen. Einige von euch werden glücklich sein, eine Hütte in den Randbereichen zu haben. Trotzdem werdet ihr glücklich sein, weil ihr Gerechtigkeit kennen werdet und ihr werdet euer Los akzeptieren mit großer Dankbarkeit. Nun hoffe ich, dass dies viel für euch und all meine Geliebten klärt. Ich wünsche, dass niemand zurückgelassen werden muss, um die Trübsalszeit zu durchleben. Aber jene, die reulos und stur sind, in jenem Moment werde ich mit Gnaden besuchen. Jedoch wird die Trübsalszeit zu durchschreiten und vielleicht das Märtyrertum zu erleiden, eure einzige Chance sein, ewige Seligkeit mit mir im Himmel zu erleben. Aber auch zu euch sage ich, zweifelt nie an meiner Gegenwart und meiner Bereitschaft, euch zu vergeben. Ich bin immer bei euch und warte auf den Moment, in dem ihr den Ernst eures Zustandes erkennt und euch mit ganzem Herzen mir zuwendet.